Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Juarez Gunslinger, yay! Letztes Mal haben wir Hardin ausgenockt. Nach einigen Versuchen im Duell, ja, das war aber auch schwer, jetzt kommt noch Ausweichen bei diesem Duellieren hinzu und zu dem normalen Handpositionieren und Zielen auch noch und Fokussieren. Ach, heilige Scheiße. Ich glaube, da werden wir noch unseren Spaß haben, das nimmt vom Schwierigkeitsgrad immer schön zu. Naja, wir fahren einfach mal fort, obwohl wir nur 1 von 6 Nuggets der Wahrheit gefunden haben, so ist das richtig. Und schauen wir mal, wie es weitergeht mit Silas Geschichte. Er hat jetzt ja schon einiges am Kopfgeldjäger-Sein eingenommen. Guck mal doch mal. Erzähl doch mal weiter, Silas. Ein Bier hast du jetzt gekriegt, weil du jetzt die Geschichte weitererzählt hast, ne? Also, jetzt dürft's doch gehen. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Episode 5, Grey Wolf, also der graue Wolf, klingt nach einem Indianernamen. Mit yes, dem I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Jetzt geht's ab zu den Indianern. Der mit den Banditen tanzt. Angelehnt an der mit dem Wolf tanzt. Ja, cool. Ja, John Wesley Harden haben wir in der Hoffnung getötet, dass er uns eben zu Bob Bryan führt, ihn dann aber eingeknastet. Na, später ist er gestorben, haben wir letzte Folge gehört. Oh, und jetzt sind wir nicht in einem normalen Canyon wie letztes Mal, sondern wirklich in einem bewaldeten, in einer bewaldeten Schlucht mit Fluss und allem. Boah, das sieht einfach echt schön aus. Allein von den Bildern, die wir jetzt schon sehen. Wird eine sehr interessante Mission, denke ich. Vor allem, dass jetzt eben gegen Indianer geht und nicht wie die letzten Male immer gegen... Ich weiß gar nicht, kämpfen die dann auch mit Gewehren oder werfen die mit Äxten auf uns? Ich glaube, Äxten könnte man leichter ausweichen. Wäre mal eine Idee, wäre mal ganz cool, ja. Ach, schön, oder? Ja, also die Szenarien sind schon wirklich toll gewählt bei dem Spiel. Die Atmosphäre ist unvergleichlich, um ehrlich zu sein, ja. Wobei ich auch kein einziges Western-Spiel gespielt habe, nicht mal Red Dead Redemption, ich habe keine Playstation. Naja, guck mal nochmal, die Mission hält, was sie von den Bildern verspricht. Auch die Musik ist gerade sehr angenehm. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high, they tickled the nether regions of heaven. Vor langer Zeit in den Bergen, weit, weit weg. Zweimal vor langer Zeit. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. And the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Das war doch eindeutig eine Anspielung, oder? Vielleicht hat Silas eben auch diesen Roscoe Bob Bryant, weil er Familienmitglieder von ihm getötet gekriegt hat. Hm. Wäre auf jeden Fall eine Erklärung, wieso er hier so upraged. Ach, schön gemacht hier, ey, schön gemacht. Aber wir haben irgendwie keine Waffen, was mich gerade etwas schockiert, um ehrlich zu sein. Oder töten wir dem im Faustkampf. Wäre auch mal ein nettes Feature, das die im Spiel hier noch eingebaut hätten können, haben vielleicht. Ich kann ja nicht mal rennen, also... Ist anscheinend jetzt so auf Atmosphäre ausgelegt, diese Szene. Die Musik erinnert auch sehr an Indianer im Hintergrund. Oh, und dann auch dieses Vogelgezwitscher, toll. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Oh. Wir haben jetzt den verzierten Sechsschüsser, wollte ich nur mal schnell erwähnen hier. Geil. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Ja, das heißt, wir werden es eben nicht nur mit einem zu tun kriegen, sondern wie immer mit mehreren. Ach, wäre das doch mal toll, wenn wir einfach irgendwo hingehen, jemanden umkillen und wieder heim. Okay, ist ein Baumstamm, das sah aus wie irgendein mumifizierter Typ. Cool. Freut mich. Gibt's auch noch Mumien hier. Oh, die wachsen aber schon komisch, die Bäume, ey. Solche Wurzeln. Hab ich noch nie gesehen. Ja, und wir haben einen Checkpoint erreicht. Das heißt, jetzt geht das Geballer wahrscheinlich los. Silas hat seine verzierten 6 Schüsse rausgeholt, die ja wirklich recht geil sind, um echt zu sein. Man kann die Vögel übrigens auch abschießen, da gibt es Punkte für.
Naja, mit 6 Schüssen wohl eher nicht. Schaut, wir haben jetzt auch dieses R-Symbol, dann können wir schneller nachladen, wenn wir das gedrückt halten. Ach, schade. Wenn es sitzen geblieben wäre, hätte ich ihn abgeschossen, aber so, bisschen blöd. Ja, jetzt ganz schnell drüber, nicht, dass die Brücke noch einbricht, Alter, ich möchte dich da rein. Sie haben also Schusswaffen, ja danke, Alter. Oh, das war eine Blutfontäne, Alter. Hohoho. Ja, man macht schon teilweise ordentlich Schaden mit den Teilen, ey. Heieiei. Und auch für diese übertriebene Comic-Look, ne? Da zeigen sie natürlich das Blut erst richtig, ey. Hohoho. Naja, gut. Die erste Bande der Apachen wird somit ausgenockt. Ja, eben. Also die habe ich ja wohl auch früher gesehen. Also das... There was no backing down. Hätte ich dir gleich sagen können, Silas, dass es dann kein Zurück mehr gibt, ha? Du Schlauberger. Ah! Entschuldigung, Leute, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass der mit dem Kriegsball auf mich zurennt hier drin, ey. Alter! Nein, ihr rennt bitte. Ja, okay, so. Ihr könnt gern euer gruseliges Kriegsgeschrei ausstößen und mich währenddessen hier euren Waffen nerven. Aber bitte, Leute. Bitte. Nervt mich nicht mit Kriegsbeinen, Alter. Ich hasse das. Da kriege ich echt Angst. Zustände. Ja, also inzwischen kriege ich auch den Dreh mit Akimbo raus. Inzwischen kriege ich einigermaßen damit hin zu zielen. Auch wenn mit Akimbo die Präzision einfach immer deutlich schlechter ist, als wenn ich mit dem Gewehr schieße. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Weil Gewehr kannst du einfach genauer zielen. The winter home of the Chiricahuas. And that's why they had retreated there. So gefällt mir das. Einen nach dem anderen fallen sehen. So, dann erstmal wieder zurück, wenn die hier auf uns losgehen. Das ist es eben, man weiß nie, ob man vielleicht einen Gegner hinter sich übersehen hat, ne? Ah ja, ich habe schon wieder so wenig Munition für die Pistolen. Naja, wir haben auch noch das Gewehr dabei, ne? Also notfalls wechseln wir von den verzierten 6 Schüssen aufs Gewehr. Das ist ja kein Problem. Ich mag das Gewehr ja eigentlich, wie gesagt, sowieso eher und viel lieber. Ah, ach da. Ach, da seid ihr auch, Alter. Wisst ihr, dass ihr echt nervig seid? So. Ich drücke in letzter Zeit immer auf E, wenn ich nachladen will. Das ist natürlich nicht richtig. Man muss auf R drücken. Nein. Ich wechsle lieber schon mal die Waffe aufs Gewehr. Huh. Also Frames-Einbrüche habe ich in letzter Zeit hier öfter, ne? Blöd. Geht's da hoch oder wohin? Komm, geh doch mal hoch, Silas. Oder musst du da nicht lang? Ich habe keine Ahnung, wo du lang musst. Deswegen rate ich einfach mal. Naja, die wollen mich jetzt nicht über die Fluten schicken hier, ne? Ah, hier an der Seite lang. Okay, das kann ich verstehen. Das ist in Ordnung. So, dich immer auch weg. Ach, Leute, ich bin gerade irgendwie... Dieses schlechte Duell hat mich angesprochen und ich gehe gerade ab wie Sau, meiner Meinung nach zumindest. Ich möchte jetzt aber nicht in dunkle Höhlen gehen eigentlich. Silas, ich habe da keinen Bock drauf. Kannst du nicht wieder eine andere Version der Geschichte erzählen? Dass wir sie bei helllichten Tage irgendwie ausgenockt haben. Das würde mir viel besser gefallen und ich glaube, das wäre auch etwas spannender. Weil in der Höhle, da kannst du ja die ganze Zeit sowas erzählen wie, ja, ich hatte Angst. Sie kamen. Oder auch nicht. Naja, also da komme ich sicher nicht rüber.
Da war zu, das heißt, rein theoretisch dürfte der Weg hier weitergehen, aber da war doch auch nichts, oder? Ah, doch, okay. Ich habe die Kreuzung nicht gesehen beim ersten Mal schauen. Tut mir leid. So. Ach, die verschanzen sich doch hier, Alter. Die gehen doch gleich auf uns los hier. Tja, wer hat's wieder geahnt? Ich hab's geahnt. Gut, wir müssen hier lang. Ihr seid echt schlechte Schützen, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, tut mir leid. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide. And I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Ja, zum Glück haben sie hier Fackeln, Silas, ansonsten wäre mir schön am Arsch. Weil ich würde mich hier nicht zurechtfinden, dann würde ich dich einfach spielen lassen oder laufen lassen oder was weiß ich. Oh Gott, das ist so eine dramatische Musik, Alter. Ich kann doch nichts, ihr braucht mich nicht dramatisch untermalen. Ihr braucht doch für mich nicht extra hier dramatische Musik abspielen. Spinn ich denn oder was? Yo, nächstes Geheimnis hier entdeckt, schön. Und ordentlich Muni gekriegt, aber ich glaube, wir müssen in die andere Richtung, weil Geheimnisse liegen nicht so gerade auf dem Weg hier. Außerdem können wir ja auch hier lang. Ja, das sieht schon eher so danach aus, als dass wir hier lang müssten. Ah, hier mal wieder Sonnenlicht. Big as hell, Ben. Chiricahua had hit out there during the Indian Wars. Alter, das ist ja wirklich riesig, ey. Ja, das ist eine sehr große Höhle. Ist klar, dass sie sich hier versteckt haben. Ist aber auch sehr gut angelegt mit den Steinterrassen und so hier. Anscheinend, ja. Aber ich möchte keinen davon zu sehen kriegen, um ehrlich zu sein. Danke. Kann ich drauf verzichten. Ist kein Problem, die braucht ihr mir nicht vorsetzen. Ich glaub dir auch so, Silas. Ich glaub dir auch so, dass da gruselige Geister waren. Du brauchst mir nicht extra zeigen. Die... I was more concerned with the live ones than the dead ones. Ja, weil die Geister können dir eh nichts anhaben, Silas. Du bist ja schließlich super Kopfgeldjäger, ne? Da beißen die sich vergeblich die Zähne an dir aus. Nein! Also der Verzierte ist schon um einiges stärker als der normale, muss man einfach sagen, Alter. Da killst du teilweise mit einem Schuss, beim anderen hast du immer mindestens zwei gebraucht. Mindestens, Alter. Ich hab dir schon mal gesagt, ich mag's nicht, wenn man mich mit Kriegsbeil angreift. Ich hätte ernsthaft gedacht, du wärst weg, Kumpel. Ich hätte ernsthaft gedacht, du bist schon tot. Falsch gedacht habe ich da, falsch gedacht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe lieber hier oben rum. Geht das? Oh ja, es geht sogar, cool. Weil in der Mitte, da bin ich ja aufgeschmissen, Alter. Ja, so schnell seid ihr auch mal weg. Ticket nach nirgendwo, ihr könnt euch gleich zu den Geistern gesellen, die hier in der Höhle sind. A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Religion is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Cave of Death, das klingt sehr interessant. Naja, das ist alles der alte Weiberheld, ne? Ich glaube ihm schon, dass er da die Weiber aufgerissen hat wie sonst was, ne? Okay, wir gehen erstmal hier lang, weil es sieht sehr nach einem Geheimnis aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, und was ist da ein Geheimnis? Bin ich gut oder bin ich gut? Das ist aber auch böse verstecktes Ding, Alter. Genau über, so als hätte der den Hut auf, ne? Ja, gut. Gleich mal der nächste Punktzahl hier. Was können wir denn jetzt hier upgraden? Schnelles Ziehen, wähle deine Ziele schnell aus. Deine Zielgeschwindigkeit mit jeder Waffe steigt um 30, ja. Ich weiß nicht wieso, aber diese Ranger-Sachen gefallen mir immer so gut, dass ich das größtenteils upgrade, ey. Die gefallen mir wirklich so geil. Naja, um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt nicht so genau. Aber sieht schon ganz schnell aus, um ehrlich zu sein. Ja, passt schon. Munition, oh scheiße. Das heißt, hier, diesmal gibt es wieder keinen... He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm.
You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow, the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. Oh ja, die haben dich also erstmal schön umringt, Alter Silas, aber ich... Das heißt, er hat uns einen schönen Zauber aufgelegt, Alter, dieser Hurensohn. Ja, komm, Leute, ich wollte eigentlich gerade Pause machen, aber ein bisschen machen wir noch. Weil hier kann ich eh schlecht weiterspielen dann nächstes Mal. Alter, wo seid ihr denn, Alter? Wo seid ihr alle? Ach, da ist noch einer. Hallo, Kumpel. Ihr folgt dem auch blind, oder? Ihr wisst schon, dass man sich nicht... dass man sich von jemandem was vorschreiben muss. Gut. Ich versuch's nochmal. Ne? Die sinnvollste Konzentration, die ich jemals angewendet habe. Vor allem, da jetzt erst die ganzen Gegner kommen. Ja, es sieht aber nicht gerade aus wie Indianer, um ehrlich zu sein. Ja, jemand mit euren tödlichen Schüssen hier. Jemand mit eurem Indianerzauber. Alles fauler Zauber, sag ich euch. Man kann nicht zaubern hier. Paranormal Activity oder so ist alles Bullshit. Naja, wobei, ich glaube da eigentlich sogar dran. Bisschen was ist sicher war. Also ich glaube auch nicht, dass unsere Seele dann gleich entschwindet. Und die Indianer hatten da, um ehrlich zu sein, ziemlich interessante Theorien, was nach dem Tod mit einem passiert. Ja, und wir sind jetzt zum Beispiel schon wieder tot, wisst ihr was? Naja, nee. Da machen wir wirklich nächstes Mal weiter. Ich habe es nur zweimal probiert und irgendwie, da lege ich mir im Kopf so ein bisschen eine Strategie zurecht fürs nächsten Part. Und dann schauen wir, wie es da weitergeht, ne? Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. Ja, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, dann gebt auch einen Daumen nach oben und schreibt mir ein nettes Kommentar. Was denkt ihr über die alten Theorien der Indianer, dass die Seele nach dem Tod in eine Art Paradies entschwindet oder so? Hat ja auch jeder Stamm seine eigenen Theorien. Naja, vielleicht werde ich dann im nächsten Mal weiter drauf eingehen. In dieser Indianermission vielleicht in der nächsten Folge. Nun gut. Ja, für den nächsten Call of Juarez Part, wenn das hier weitergeht, klickt ihr rechts oben. Für den vorherigen klickt ihr links oben, wo wir im Saloon eine wilde Schießerei mit Hardin hatten. Ja, und wenn ihr immer über alles auf meinem Kanal informiert sein wollt, dann klickt einfach den Knopf. In 3, in 2, in 1, jetzt.